Das ist die Geschichte von drei Jungen. Drei Jungen aus Hiroshima. Drei Schüler der Volksschule. Sechste Klasse. Der Präsident Amerikas sagt gleichzeitig zum britischen Premier: Es gibt für die Atombombe vier Ziele: Hiroshima, Kokura, Niigata, Nagasaki. Das Jahr 45, der 6. August. Ein Montagmorgen in den Sommerferien. Der Himmel blau, das Meer silbern, der Hijimaya-Berg leuchtet grün. Am Fuße des Hijimaya, im kleinen Garten eines kleinen Hauses, zählt ein kleines Mädchen. Eins, zwei, drei. Plötzlich verstummten Vögel und Zikaden. Und plötzlich legte sich der Wind. Die Welt blieb stehen. Und sieh nur da. Ein Fallschirm. Am Fallschirm hängt etwas wie eine schwarze Röhre. 45 langsame Sekunden sinkt es herab am Schirm. Der blaue Himmel zerriss, die Luft zerbrach. Eine Sekunde nach der Explosion. Sofort verbrannte alles auf der Erde. Und aus dem Feuerball raste eine Druckwelle, zweimal schneller als der Schall. Explodiert ist Little Boy. Eine Atombombe. Und so verschwand in wenigen Sekunden die Hälfte von Hiroshima. Es starben 120.000 Menschen an diesem Tag. Im Gedenken an die Todesopfer, in der Mahnung zum Frieden, bitte ich um eine Minute des Schweigens. Bitte erheben Sie sich.